Hi liebe Leute, ich bin's wieder und heute mal mit einem ganz anderen Video für euch. Es geht erstmal noch gar nicht um Fahrtechnik, sondern im Grunde eine Art Bike-Check. Und ihr habt es über, wer mir auf Instagram, ich verlinke das mal, oder Facebook folgt, der hat es mitbekommen, ich bin seit dem Sommer 2018 auch Papa. Und da ist natürlich klar, wenn man das Fahrradfahren als liebstes Hobby hat, als Leidenschaft, dass man dann das Kind mitnehmen will. Sie ist jetzt nicht dabei, weil es wäre ein bisschen doof, die würde jetzt schreien, wenn es nicht losrollt. Deswegen das Papa-Projekt, so nenne ich das. Ich habe ein ganz altes Mountainbike genommen von 1997 von meinem Vater, als wir zusammen angefangen haben, Mountainbike zu fahren. Und habe das wegen den ganzen Bergen, hier in Hochsauerland wohne ich, Winterberg, wisst ihr ja, die Gegend, damit ich mit meiner Frau mithalten kann, die halt ein E-Bike fährt, wegen den ganzen steilen Anstiegen, habe ich mir hier den Motor nachgerüstet, über Elektrofahrrad einfach D. Verlinke ich euch mal unten. Da kann man die verschiedensten, ob man vorne, Mitte, Mittelmotor oder hinten Heckmotor haben will. Ich wollte unbedingt den Frontmotor, das könnt ihr hier gut erkennen, von Barfang. Ich finde ein super gutes Fahrfeeling. Schön simpel, schön der Motor und der Antrieb entkoppelt. Macht euch keine Sorgen. Ich habe da vorher auch mal wen gefragt, der sich auskennt als Bike-Ingenieur. Und zwar die Kräfte, die durch den Motor hier wirken, sind die gleichen wie beim Bremsen, also unbedenklich, ist aber auch eine stabile Stahlgabel. Hier hat man ein bisschen mehr Kräfte, da muss man gucken, ob man halt eine gute Gabel hat, die das abkann. Dann habe ich den großen Akku genommen, der ist hier, wo der Flaschenhalter ist. Dann ist hier der Sensor, dass man gucken kann, dass es halt wie bei einem normalen Pedelec halt mitkurbelt. Genau, und der Sinn der Sache war, dass dieses schicke Fahrrad, was sonst eigentlich noch rumstand, primär, nochmal einen Sinn macht, weil ihr wisst, Fahrräder sind zum Fahrradfahren da und nicht zum Rumstehen. Außer vielleicht im Fahrradmuseum, sonst gibt es ja auch. Oder bei Sammlern. Ich will aber es fahren und ein altes Mountainbike, was im Trail ist, würde jetzt nicht mehr so viel Spaß machen. Im Wald, ja. Nachgerüstet mit dem Motor. Und jetzt seht ihr hier den Grund. Mit dickem Anhänger. Richtig schön steile Berge hoch. Ist nämlich auch nochmal, wenn die Frau dann keinen Anhänger hat und ein E-Bike hat. Also ich würde sagen, man kommt natürlich ohne E-Motor überall hoch, ist halt dann super langsam und man ist, ja, kann weniger Strecke machen und ist mal ziemlich am Ende. Ich kann den Motor ja auch auslassen, wenn ich das will, aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt für den Anhänger, seht ihr hier, von Burley, habe ich das Topmodell mit guter Federung, verlinke ich euch auch mal. Den kann man auch zum Joggen nehmen, zum Schieben nehmen. Ich habe auch noch die dicken Reifen, die ich mal dran machen kann für den Winter. Bin ich ziemlich happy. Mit Helm. Da. Wer selber Kinder hat, weiß, meistens schlafen sie auch ein da drin, wenn man mal Ruhe haben will. Und hat viele Funktionen. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es wird hinten an der Achse dran gemacht, das zeige ich euch mal. Hier natürlich wichtig, dass man gesehen wird. Wie gesagt, und man kann es auch zum Joggen nehmen. Dann muss man nur den hier verstellen. Und vorne den. Wir nehmen es mal fürs Fahrradfahren. Genau. Also, das schöne 97er Mountainbike. Seht ihr, ich habe natürlich direkt die Front ein bisschen höher gemacht, weil ich entspannt sitzen will auf einer Fahrradtour und nicht so sportlich. Da kann ich ganz einfach jetzt den Anhänger dran machen. So. Das spannt man hier ein. Klack, klack. Dann sichert man das nochmal ab. Kann man hier mal durch. Dass man es auf jeden Fall halt, selbst wenn das irgendwie aufgehen würde, nicht verliert. Nochmal die Absicherung. Genau. Dann kann man ja möglichst viel Zeug mitnehmen. Ist auch ein Doppeldecker, geht auch für Zwillinge. Wer das mit Zwillingen hat, geht natürlich auch. Ja, dann ein bisschen gucken mit dem Ständer, dass der da vorbei passt. Zack. Ja, und dann seht ihr, fertig ist das Papamobil. Und es macht einfach enorm viel Freude. Der Fahrtwind, wenn die Kleine hinten sitzt und plappert und alles sieht. Es ist ein super schönes Gefühl und ich habe übrigens in meinen Fahrtechnik-Kursen oft Leute, die in der Vorstellungsrunde gesagt haben, ja, ich bin früher viel Mountainbike gewesen, auch Trails und so.
Dann habe ich Kinder bekommen und dann bin ich nicht mehr gefahren. Und jetzt, nach so und so vielen Jahren, jetzt fahre ich wieder. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich das gehört habe, also wenn ich mal ein Kind haben sollte, ich fahre weiter Fahrrad. Klar, in meinem Job eh, aber ich will auch sonst weiter Fahrrad fahren. Deswegen erstmal mit Anhänger und dann kommen noch die anderen Dinge, wo man hier vielleicht mal Kindersitz dran machen kann, wenn sie noch ein bisschen größer ist. Und später kommen noch andere Dinge, die ihr ja wisst. Ich verlinke auch mal das Video von Danny McEskill, wie er die Backflips macht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, im Gelände zu fahren. Hiermit fahre ich extra nur breite Wege, habe ich auch bewusst so genommen, weil mit Single Trails fahre ich mit meiner Frau eh nicht so. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt dazu, dann bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch ein paar Tipps haben wollt, worauf muss man achten beim Kauf von einem Anhänger, kann ich euch gerne auch noch ein bisschen beraten. Ich habe mich da auch eingelesen und auf jeden Fall kein Billigzeug nehmen, sondern halt die höherwertigen, auch allein wegen der Sicherheit und dann auch dem Komfort. Genau. Und so kann man halt ein altes Hardtail nochmal zum Leben erwecken. Danke fürs Zuschauen und dann gibt es auch noch ein paar Tipps im nächsten Video. Yes! Oh. Okay.